Diese Party wurde von einer Gruppe von Gruftis für die Kamera nachgestellt. Pubertäre Gruselromantik, lächerlich trotz aller Düsternis der Bilder und Unheimlichkeit des Ortes. Aber nicht nur in Hamburg, sondern auch auf anderen Friedhöfen in Deutschland treffen sich nachts Jugendliche, um zwischen Grabsteinen und Grüften ihre obskuren Feste mit Drogen, Alkohol, Mutproben und gelegentlich auch Tieropfern zu feiern. Was fasziniert diese okkulten Laienspielscharen an solchen Ritualen? Ist es jugendliche Neugier, der Reiz des Schauderns oder gar eine perfide neue Religiosität? In einer Studie des Religionswissenschaftlers Professor Zinser wurden über 2000 Jugendliche befragt. Die Hälfte zeigt Interesse an okkulten Praktiken, ein Viertel hatte bereits gewisse Erfahrungen und eine Minderheit betrieb aktiv Okkultismus. Was aber scheinbar so harmlos beginnt, wird für einige dieser Jugendlichen oft ein Spiel mit grausamen Folgen. In Forchheim begingen im Juli 91 Markus K. 19 Jahre und Thomas B. 15 Jahre Selbstmord. Sie wollten einem toten Freund ins Jenseits nachfolgen. Eine Freundin von beiden, Ilka A., heute 17 Jahre, versuchte danach, sich ebenfalls umzubringen, überlebte aber. Die Jugendlichen hatten ihre okkulte Neugier mit Gläserrücken und Geisterbeschwörungen zu stillen versucht. Ich war ein bisschen froh, mal wieder was Neues zu erleben, aber auch hatte ich Angst. Ja, haben wir es doch gemacht. Und dann quietschte es so, da habe ich mich erschrocken, wo das Glas sich bewegt hat. Da war ein Glastisch. Habe ich geguckt, war nichts drunter, kein Magnet. Ich dachte, es geht irgendwie Magneten, so ein Trick. Nichts. Und dann haben wir gefragt, wie heißt du eigentlich? Da hieß es Lucifer. Aber ich sagte, wer ist das denn? Ja, das ist der Satan so, ne? Ich habe in dem Geist einen gefunden, der mich versteht irgendwie. Weil manche Menschen, mit denen ich rede, verstehen mich nicht. Die, ach und so, da hört mir niemand zu. Aber so wusste ich ja, der hört mir zu und der redet auch mit mir. Wenn ich manchen was sage, was denen nicht passt, dann reden die nicht mit mir. Und dem kann man alles sagen. Das ist eine Vertrauensperson, war das für mich. Am 29. April 1993 ermordeten in der thüringischen Stadt Sondershausen drei Gymnasiasten ihren Mitschüler Sandro Bayer. Er hatte mehrfach versucht, in ihren satanisch orientierten Geheimclub aufgenommen zu werden. Sie töteten ihn nach Vorbildern aus satanischen Gewaltvideos. Im Februar 1994 wurden die drei wegen Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt. Im April 94 wird in Nürnberg der 31-jährige Marcel S. wegen sexuellem Missbrauch von Kindern zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Marcel S. hielt in der Wohnung seiner Freundin mit ihr und ihren beiden Kindern, 8 und 12 Jahre alt, schwarze Messen ab. Er tötete Haustiere der Kinder, zapfte den Kindern und ihrer Mutter Blut ab, vermischte es mit Salz und trank es. Das 12-jährige Mädchen zwang er zu perversen sexuellen Handlungen. Den Jungen und seine Mutter tätowierte er mit satanischen Symbolen, mit Pentagrammen. Also ich sehe das heute so, dass die ganze Familie, die Mutter und die Kinder, sehr unter dem Einfluss des Angeklagten standen. Das heißt, dass gerade diese Rituale einen sehr großen Eindruck hinterlassen hatten. Die sind nach meiner Information eben auch verbunden gewesen mit bestimmten Aussagen, Ankündigungen, ja, ich will fast sagen Drohungen. Und ich denke, gerade die Kinder hatten das Gefühl und haben das auch noch, dass aufgrund dieser, dass diese Drohungen und diese Ankündigungen sich, dass die irgendwann wahr werden. Er hat also bestimmte Rituale gemacht. Er hat, wie er sagt, einen Kreis auf dem Boden gezeichnet, hat irgendwelche anderen Zeichen reingezeichnet, hat Kerzen aufgestellt. Er hat heute gesagt, es diente dazu, Geister zu beschwören oder den ehemaligen Mann seiner Freundin zu verwünschen. Also es hatte irgendwas mit Geistern zu tun. Und da hat er halt die Frau und die Kinder mit eingezogen. Der Angeklagte wuchs in Amerika auf. Gibt es Hinweise darauf hin, dass er mit satanischem Gedankengut in Kontakt war, zum Beispiel Aleister Crowley, oder dass er in einem satanischen Zirkel gewesen ist? Also das hat er heute auf Nachfragen selbst bestätigt in der Verhandlung, dass er sich mit dieser Literatur beschäftigt hat, auch gerade mit Crowley. Und
also auch schon in seiner Jugend. Er hat aber nicht bestätigt, ob er irgendwo organisiert ist oder in einem Zirkel ist. Wer aber ist dieser Aleister Crowley? Immer wenn das Wort Satanismus fällt, taucht der Name Aleister Crowley auf. Aleister Crowley wurde 1875 in England als Kind einer strenggläubigen Sektenfamilie, die der Johannesoffenbarung anhing, geboren. Seine Kindheit war von den Begriffen das Tier 666, die Hure Babylon und dem Antichristen stark beeinflusst. 1904 will er in Kairo nach Studium altägyptischer Mythologien durch Offenbarungen eines übermenschlichen Wesens ein Gesetzbuch des neuen Zeitalters, das Liber Al-Vel Legis, geschrieben haben, womit angeblich das christliche Zeitalter abgelöst werden soll. 1912 wurde er Mitglied des durch den deutschen Theosophen Hartmann gegründeten Ordo Templi Orientis, OTO, dessen Leitung er später übernahm und dessen Gesetz lautet: Tu, was du willst. Unter diesem Anarchieprinzip gründete er 1920 in Cefalu auf Sizilien die Abtei Telema. Hier wurden sexuell-religiöse Orgien mit Tieropfern gefeiert, es soll auch zu Menschenopfern gekommen sein. Mussolini wies ihn 1923 aus. 1925 tauchte er in Thüringen auf, um dort den Telema-Orden in Deutschland zu gründen, der aber bald nach Hitlers Machtübernahme verboten wurde. Crowley ging zurück nach England, wo er 1947 rauschgiftsüchtig und geistig umnachtet starb. Er hinterließ diverse Schriften, in denen er sich besonders mit Blutopfern beschäftigte. Blut bedeutet Leben und damit Energie. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer. Dies also ist Crowleys Credo. Tue, was du willst. Und Crowleys Gedankengut lebt weiter. Der Ordo Templi Orientis hat seine Zentrale in New York in den USA. In Deutschland ist der OTO seit 1992 beim Registergericht in Aachen als eingetragener Verein mit Antrag auf Steuerbegünstigung wegen Gemeinnützigkeit registriert. Für alle Mitglieder ist das Liber Al-Vel Legis, das Buch des Gesetzes, verbindlich. In der Justizvollzugsanstalt Uelzen sitzt Michael Dietmar Eschner eine 6-jährige Haftstrafe ab. Er selbst bezeichnet sich als die Wiedergeburt und den Nachfolger von Aleister Crowley. Am 1.12.82 gründete er zusammen mit Gleichgesinnten den Telema-Orden in Berlin. Vereinsziel: die Verbreitung der Ideen Aleister Crowleys. ...1985 löste sich der Verein selbst auf, nachdem mehrere Strafverfahren gegen einige Mitglieder anhängig wurden. Zu einem Interview vor der Kamera im Gefängnis war Eschner nicht bereit. Nach seinen Aussagen aber organisierte sich seine Anhängerschaft im Untergrund neu als Netzwerk Telema. Seine ehemaligen Telema-Mitbegründer haben sich in der Nähe der Justizvollzugsanstalt Uelzen niedergelassen und betreiben dort Kleinstverlage für esoterische und okkulte Literatur. Sie bestreiten jegliche Telema-Aktivitäten, wollen mit dem Satanismus nichts mehr zu tun haben, verkaufen aber interessanterweise die Schriften von Crowley und den Telema-Gründern Eschner, Bahr, Röstl und Kersten Canbas. Verlegt unter anderem im Kersten Canbas Verlag in Bergen an der Dumme und im Johanna Baumeier Verlag in Soltendieck. Kleine und kleinste Gruppen des Satanismus existieren im Untergrund. Grauenvolle Prominenz erhielt die Minisekte Solar Lodge von Gene Brighton durch den Ritualmörder Charles Manson, der dieser Gruppe nahestand. Aber auch bei großen Sekten wie der sogenannten Scientology Church finden sich Berührungspunkte mit Crowleys Gedanken. Hatte doch ihr Gründer L. Ron Hubbard von 1945 bis 1948 Kontakte zum OTO in Kalifornien. Am 30. April 1966 gründete Anton LaVey seine Church of Satan, deren Wurzeln wieder auf Aleister Crowley verweisen. Geschützt durch den ersten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung erreichte LaVeys Satanskirche sogar staatliche Anerkennung. Als gemeinnützige Kirche eingetragen, hat sie wie alle anderen Religionsgemeinschaften Anspruch auf Steuerbefreiung.